Eventuell. Du glaubst, dass du gewonnen hast? Kannst du von mir abhauen? Du wirst mich hier. Eieiei, du wirst hier zu meiner Deko gemacht. Ach du meine Güte, da hinten ist sie. Besiege diese generische, überhaupt nicht, irgendwo geklaute Cartoon-Eisprinzessin. Nein, ist überhaupt nicht geklaut, das Design. Hust. Und warum willst du da hin? Oh, da sind Spawnfelder. Oh, böse. Okay. Kann ich leider nicht bauen. Ist der Raum kacke. Jetzt kriege ich aber auch wieder Schneemänner auf die Hand. Okay, da wird also gespawnt. Da oben muss ich hin. Aha, die hat Respite. Erklär mir mal, was bringt Respite? Wenn du gar keinen Schaden nimmst, bekommst du ein Herz wieder. Boah. Okay, die Fähigkeit klingt gut. Mal sehen, ob ich nochmal ein Item kriege, dass das kann. Magieblock. Von mir aus, kannst du schon machen. Ich muss dein Tenacious umgehen. Kann ich nicht blocken. Ich soll eine Karte werfen. Finde ich nie so geil. Na gut. Aber wenn ich jetzt mein Scratch bekomme oder so. Na gut. Ja. Ist die Sache erledigt. Eigentlich echt gerne. Bringt halt die Stupide die Karte mit. Ja, schon besser als der Stuhl. Ah. Ich werde aber auf jeden Fall irgendwie Magie verbrauchen dann. Ich nehme aber mal lieber dich erstmal. Ja, wir haben schon mal versucht, dich aufzuhalten. Und du hast aber sie eingefroren. Die versucht haben, dich aufzuhalten. Ist gut. Ich möchte nicht den Spawn da. Ah, ist das blöd. Was kriege ich hier für einen Scheiß an Wegen gerade? Geh halt da lang. Level 1 Schneemann. Der wird mir nächste Runde ein Slushy spawnen. Ich bräuchte eigentlich so ein Teestück da. Ah, ich lege mich lieber mit dem an, als mit dem Level 2er erstmal. Oh, wie süß. Das erste, was du machst, ist dir selber eine mit runterhauen. Wenn dir das Spaß macht. Ich buffe mich mal noch ein bisschen weiter. Kann ich eh nicht blocken. Ja, ist okay. Zack, zack, zack. Extra Karte. Jo, Katze werfen. Haha. Weil die Block bringt dir nichts. So. Der Haken. Das ruft auf 2. Holy. 2 Herzen und ich werde mundane. Extra magischer Schaden ist halt blöd. Fate charged. Wenn du einen Favor hast, kannst du eine extra Starthand plus weiß. Ei, okay. Aber für eine Stupidity ist es mir das gerade nicht wert.
Da bekäme ich Armor auf 2 und 2 extra Herzen, aber hier bekomme ich Rudi. Ich werde den Block brauchen. Wenn die ganzen Magieviecher kommen. Was kommt da für einer? Ihr denkt, ihr seid großartig und tough. Aber ja, kommt doch mal her und ich werde euch wegpusten. Das werden wir sehen. Ah, das ist perfekt. So einen. Und dann bräuchte ich noch einen geraden Weg darüber. Gut, das Slushy ist nur Level 2. Aber hat halt diesen ganzen Kack. Magieattacken, die ich noch nicht so ganz blocken kann. Bitte werde eine gute von denen. Nein, es ist eine rote geworden. Na gut. Ja, genau, das meine ich, dass du eine Menge Magieattacken hast. Wenn du nicht fragil wärst. Wärst du viel schwieriger zu killen. Nein, er hat mein Holy geklaut. Er hätte das gebraucht. Okay, aber damit bist du weg. Gut, es ging auch oben hoch. Es geht halt jetzt mehr in die Magie-Richtung, was ja eigentlich ganz gut ist. Barrierlich Brace All. Ich habe noch nichts im Offhand. Eine Waffe habe ich auch noch nicht. Ich nehme dich. Brace All kann ich garantiert gut gebrauchen. Hey, warte mal, da war gar kein Weg. Da war gar kein Weg, Kollege. Ein Jumper. Replace with fear. Alles klar, na, der legt ja mal gleich hier los. Der legt ja mal gleich richtig los. Karte. Ich booste. Nein, die block ich dir weg, Kollege. 2. Kann ich überleben? Will ich mein Brace All aufheben? Noch ist 4 im Ablagestapel. Er tut sich auch ein selber weh. Blocken einen heilen. Okay, die kannst du mir reinhauen. Die kann ich eh nicht blocken. Wenn ich dir das jetzt rein... reinhaue, fehlt nur noch ein Punkt. Jetzt bloß keine Blockkarte. Yes. Oh, das war knapp. Drüber springen konnte der Drecksack. Der konnte da einfach drüber springen. Ey. Ich würde Brace All behalten, aber ich hätte auch gerne Holy auf höher. Irgendwie. Shield Wall klingt gut. Aber ey, es ist eindeutig Elsa, die Eisprinzessin. Die wird ja wohl mich nicht mit ihrem Fäustchen hauen, sondern eher mit Magie. Ich brauche irgendwas, das mir mehr Magieblock gibt. Vielleicht ist ja was in der Kiste. Vielleicht ist was in der Kiste.
Hallo, Schneemann. Der heilt sich erstmal eine Runde. Ja, macht das. Ich hau sie dir wieder weg. So. Zack. Sieht schmerzhaft aus. Werde ich aber mal noch nicht wegblocken. 3 Punkte brauchen wir noch. Komm schon, 2. Gib mir nochmal Katze werfen. Nein, schade. Wie machen wir den? Komm, Katze werfen. Muss ich die Karte abwerfen? Will ich aber auch nicht. Nö. Dann machen wir es halt. Wie? Danke. Hey, hey, damit überlebe ich. Du kannst dich selbst. Würde mein da wäre ein Magieblock dabei. Ich will schon Magieblock. Ich nehme mal Stiletto. Und was haben wir hier noch drin? Knüppel. Maske hier. Sie nimmt mir halt das Armor weg. Ich hätte Blinding Light. Oder irgendwie doch besser. Muss ich sagen. Nee, ich bleibe bei Brace All. Hallo, Slushy Element. Ja, Eisskulpturen sehen schön aus. Da gebe ich dir recht. Aber ich möchte nicht, dass du mein Catburglar einfrierst. Du bist jetzt aber nicht auch ein Jumper. Doch, auch ein Jumper. Die kriegen automatisch Jumper. Wenn da kein Weg ist. Ach nein, mit dem geht das nicht. Ja, gut. Aha. Aber das ist jetzt nur ein Slushy. Alter, schickt die mir eine Menge Viehzeug. Ist ja furchtbar. So. Da kommt Interrupt gleich mal zum Tragen. Map. Na gut. Kannst du gerne tun. Und tschüss. Ich muss schauen, dass ich da vom Fleck komme. Weil das ganze Zeug von hinten kommt. Ich will so bleiben. Ich fühle mich so gerade ganz wohl. Was? Der jumpt da einfach hoch. Will er mich von der anderen Seite abfangen? Sieht ganz danach aus. Na gut. Was habe ich da für eine Fountain? Decay. Au. Okay. Es hört ja gar nicht auf mit dem Gespawne. Und die macht alles hier Morddrohungen, meine Güte. Ich hätte das Springen hier. Sollte ich blocken. Naja, zu spät. Das ist noch ein Level 1er. Den komme ich noch vorbei. Kann ich eh nicht blocken. Aller gut. Okay, ist halt kacke. So.
Ja gut, muss ich in Kauf nehmen. Aber ich muss ja auch Autschi machen, sonst wird nix. So. Friert mir meine Karten ein. Ah! Oh, nur noch ein Punkt. Perfekt. Was habe ich heute für ein Glück? Sonst ärgert mich das Spiel immer stundenlang. Und jetzt werde ich hier voll. Okay, das läuft gerade echt gut. Das läuft zu gut. Nein, das will ich behalten. Will ich behalten. Bleibst du. Da kommt schon das nächste. Und da kommt eine ganze Menge Neues für dich. Hier gehen die Reime aus. Kann ich nicht hier noch einen Schatz mit ranpacken? Also. Was erzählst du von Wärme? Du bist eine Eisprinzessin. Ich weiß nicht, ob du mir mein Herz erwärmen kannst. Ah, da kommt leider noch ein Snowman von unten. Weil ich das einfach nicht hinkriege, da den Weg fertig zu bauen. Das Spiel gibt mir gerade mit Absicht keine solchen Karten. Na, komm. Einmal dem Stiletto zerschnitzeln. So. Aber ein Level 3er. Wenn ich mich, ja, ist Level 3er. Da kommt er. Einer vorne, einer hinten. Ja, in den laufe ich jetzt nochmal rein. Ich krieg jetzt die ganze Zeit nur diese scheiß Kreuzwege. Will ich nicht. Dem muss ich mich jetzt leider noch anlegen. Der mit 4. Replaced mit 4. Aber mein Brace All. Schmerzhaft, aber noch verkraftbar. Kann ich nicht blocken. Ich habe keinen nicht blockbaren Angriff. Ja, muss ich wohl doch einen Block reinhauen. Zwei davon. Verdammt. Das überlebe ich. Knapp. Nabend, Gladi. Nabend. Das Ding. Aber dann will ich das Brazil. Ich glaube, ich kann sie mit dem Set. Ich glaube, ich kann sie mit dem Set schlagen. Ich klopp mich jetzt gleich mit Elsa, der Eisprinzessin. Bist genau rechtzeitig zur Bossfight gekommen. So, erstmal dein Glück einlösen. Hab mir einen Schluck Wasser gegönnt. So, beweg dich. Die spawnt hier alles die ganze Zeit. Hier Viehzeug nach. Das ist echt übel, da durchzukommen. Aber gut. Ja. Madame Elsa.
Craig schlägt sich gerade sehr gut an diesem Dungeon. Ah, einfrieren. Ich kann es nicht komplett blocken. Schade. Sie wird mir was einfrieren. Das war mein Konter. Außer den spiele ich jetzt. Ja, ich verhindere mal einen Schaden. Wird sie mir die zwei Katze werfen. Ein. Heilt sich. Kann ich auch. So. Ach so, ja, wenn man keinen Schaden nimmt. Sie bekommt Conceal für eine Runde. Boah, drei magische Schaden. Oh, sie sieht noch eine Karte. Was? Ah, nee, das gilt für mich. Meine Karten. Nee, ihre Karten sind concealed. Boah. Irgendwann muss ich den anwenden. Okay, das wird geheilt. Allerdings heilt sie sich auch. Sie heilt sich jede Runde. Das ist halt voll kacke. Und wenn ich das nicht spiele, muss ich eine Karte abwerfen. Die ist ja fucking fies. So. Aber das kann ich blocken. Die macht eine Menge magischen Schaden. Das ist ein... Habe ich mir irgendwie schon gedacht, ne? Dass die das macht. Habe ich leider keinen Magieblock da. Sieht schlecht aus für Craig. Kann ich nicht blocken. Kann ich noch heilen. Dann heilt die sich jetzt halt wieder einen Punkt. Ei. Und schon wieder magischer Schaden. Es war mir so klar. Es war mir so klar, dass die eine Menge so Karten hat. Die machen zwar nicht viel Ouchie teilweise, aber dann halt die eine ganze Menge Scheiß hier und... Sie hat keinen Schaden genommen, also heilt sie sich. Ich habe gleich mein ganzes Deck auf der Hand. Die hat sich schon wieder fast geheilt hier. Diese Fähigkeit ist fies. Jetzt heilt sie sich. Kriegt die Tante nicht geknackt? Die ist ja heftig. Ich muss verhindern, dass sie sich weiter heilt. Ich muss jetzt leider die ausspielen. Kann ich eh nicht blocken. Jetzt bin ich tot. Weil ich krieg das ja nicht mehr gut geschrieben. Weil sobald ich auf Null falle... Nee, okay. Ich habe mein halbes Deck auf der Hand. Ah! Ich hätte auch gerne Heilung. Oh Mann. Kann ich zum Heilen nutzen? Verdammte Kacke. Nein, ruf das für meine Karte nicht ein. Muss ich repellen. Es ist nur ein Schaden. Nicht mit Katzenmensa heilen. Ich komme hier nicht vom Fleck, ey.
dich vom Fleck. Die ist fast schon wieder voll geheilt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nebendran. Ich wollte eigentlich das Holy Seal ausspielen. Es wird entweder nichts oder verdammt knapp. Das trifft es sehr gut, ja. Zermürbe ich sie wieder ein Stückchen. Am schlauesten sollte das hier sein. Hui! Nein. Jetzt heilt sie leider wieder einen Punkt. Hey, aber ich habe den da auf der Hand. So. Damit kann ich verhindern, dass du dich heilst. Das sind nur noch vier. Damit kann ich auch verhindern, dass du dich heilst. Oh, noch drei. Oh, kann ich das riskieren? Aber wenn es successful ist, friert sie mir alle Karten ein. Und das reicht, wenn einer durchkommt. Jetzt hat sie leider vier Punkte. Die kann ich nicht blocken. Ich kann es nur heilen. Alter Schwede. Ich habe Interrupt. Noch zwei. Ich hab sie down! Alter! Alter Schwede! I suppose you've done fine for a little green rookie, but it's only a matter of time. Till you get your comeuppance, let's just say you've been lucky. But it's only a matter of time. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ja... Diese Fähigkeit ist genial, aber mit ihrem Deck... Alter Schwede. Was habe ich jetzt bekommen? Ich starte den Level mit einem Loot meiner Wahl. Also mit einem Level 1 Loot meiner Wahl. Nicht schlecht. Da so ein Gerichts... ist das schon ein Beschluss, ein Lawsuit? Ja, eine Klage. Das war ja sowas von dir, Elsa, aus Eisprinzessin. Hexenhütte. Wieso eine Hexenhütte? Warum nicht ein Eisprinzessin-Turm? Wir kriegen noch einen Charakter. The opposite, of course, from the desert cousins. Suntans, they don't have much, but goosebumps they surely have by the dozens. I give to you the Snowitch. Eine Schneehexe. Noch einen neuen Charakter. Ja, das sieht doch ganz putzig aus. Wir nehmen mal Osel da. Was kannst du denn so? Also mal gucken. Neue Charakterklasse. Sehr magisch. Oh, ich kann einen Gegner zwingen, dieselbe Karte eine Runde nochmal zu spielen. Wenn es eine Stupidity-Karte ist oder so, ist natürlich fies. Trade favored.
Startet mit 2 Favors. Okay, was bringt mir das doch? Ich bekomme Favor dafür, wenn ich Schaden mit dieser Karte mache. Oh. Ey, den Charakter muss ich mal ausprobieren. Ist auch ein 2-Sterne-Dungeon hier, ne? Also. Ist halt schon High-Level.